Dankeschön. Ach. Ach ja, danke. Ja, mir geht's heute ausnahmsweise mal nicht so schlecht. Ja, weil ich hatte jetzt zum ersten Mal nach sehr, sehr langer Zeit wieder Körperkontakt. Und ich muss sagen, was ich bei der Frau im Bett seit dem letzten Jahrtausend geändert hat, das ist unglaublich. Die Frau ist ja so aktiv geworden. Hey, die hat mich ans Bett gefesselt und ging danach 3 Wochen in Urlaub. Wobei, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich war auch schon ein bisschen froh, dass sie dann gegangen ist, weil die hat das Letzte von mir verlangt. Echt das Letzte. Die war so wild drauf. Ja, ey, hier Latexorgien, SM-Praktiken. Und da wollte sie, dass ich Sexspielzeug besorge. Haben Sie schon mal Sexspielzeug besorgt? Ich sage, ich weiß nicht mal, wo ich ein paar genoppte Kondome herkriege. Gut, wenn das halt mal gewünscht wird, dann nehme ich halt ein normales Kondom und tue ein paar tiefgefrorene Erbsen rein. wobei, wisst ihr, diese Sexgier, mich macht das ja schon auch für mich ein großes Problem, weil ich bin ja jetzt auch langsam in dem Alter, wo ich mich auch langsam mal mit dem Thema Impotenz beschäftige. Ich meine, gut, okay, Gott sei Dank, muss sagen, gibt es ja inzwischen Viagra, ist nicht mehr ganz so schlimm wie früher. Finde ich auch gut, dass es gibt, weil wisst ihr, die ganzen asiatischen Heilmittel, die es früher gab, so Ginsengwurzel und Tigerkrall, das hilft ja alles nicht. Ja? Also Nashornpulver habe ich mal probiert, aber ich habe ehrlich gesagt überhaupt nichts gemerkt, außer dass ich im Straßenverkehr mal auf die Land Rover losgegangen bin. Aber Viagra soll ja wohl helfen, ne? Soll ja wohl wirklich helfen. Also ein guter Freund von mir, der hat sich das jetzt mal bestellt. Ja, da war die Freundin wohl auch dauernd unzufrieden. Ja, der hat 2 Kapseln davon genommen, 5 Red Bull dazu getrunken und ist dann zu ihr. Ne? Die Beerdigung war letzten Donnerstag. Und also ich muss Ihnen ehrlich sagen, als sie da so aufgebahrt da lag, also so zufrieden habe ich die noch nie gesehen. Ich finde es ja schlimm, dass wir Männer zu diesen Hilfsmitteln überhaupt greifen müssen. Aber uns wird halt im Moment auch so sehr viel abverlangt. Ja. Also jetzt habe ich neulich in der Brigitte gelesen, dass 80% aller Frauen beim Mann auf Intimrasur stehen. Ja. War ich ganz schön gestutzt. Wer soll das? Der dauert, ja, ja. Wer soll das denn noch verstehen? Wer soll das denn noch verstehen? Was für ein Irrsinn. Jahrzehntelang war ein behaarter Männerkörper in mir. Soll ich auf einmal aussehen wie ein Marzipanschwein? Ne? Ja, wisst ihr, und die letzte Männlichkeit, die wird uns halt auch noch geklaut. Das ist ja das Schlimme. Zu dieser wilden Braut, ja, da bin ich mal als totaler Macho hin. Ja, mit hier Hemd auf und so lange Goldkette drumrum. Wisst ihr, was sie zu mir sagte? Die sagte, knöpf das Hemd wieder zu und mach die Kette wieder an den Stöpsel von der Badewanne. Und ich wünsche mir, ganz, man darf es nicht sagen, aber ich wünsche mir wirklich ein bisschen so die alten Zeiten zurück. Ich habe neulich auf dem Sperrmüll zum Beispiel mal ein altes BGB gefunden von 1958 mit alten Gesetzestext. Da stand zum Beispiel folgender herrlicher Satz drin. Die Entscheidung in allen das gemeinschaftliche Leben betreffenden Angelegenheiten steht dem Manne zu. Ja, natürlich, natürlich. Ja, ja, sie trauen sich wieder nicht. Ja? Und dann kommt noch der tolle Satz, insbesondere bestimmt der Mann Wohnort und Wohnung. Ja, das kann heute kein Mann mehr nachvollziehen. Weil, jetzt mal ganz ehrlich, welcher Mann hat heute in der Wohnung noch irgendwas zu melden? Wenn es zum Beispiel um die Einrichtung geht. Die Frau arrangiert alles, sie stellt alles hin, sie bestellt die Möbel. Typische Situation in meiner Ehe, ich komme nach Hause, finde meinen Kleiderschrank nicht mehr. Ja, stattdessen im Wohnzimmer ein neuer Buchenholztisch aus mit Zierleiste und Messingbeschlägen. Dann stellt sich raus, das ist mein Kleiderschrank, der von ihr inzwischen umgearbeitet wurde. Begründung sagen Frauen immer, bei uns muss es wohnlich sein. Ja? Das ist so eine irre Vokabel. Wohnlich muss es sein. Ich habe ein bisschen geforscht und wohnlich im Sinne der Frau bedeutet, die ganze Wohnung steht voll mit Dekokacke. Ja?
ein Gläserensemble hier, ein Strohblumengesteck dort. Ja. Draußen auf dem Balkon klappert völlig nutzlos ein Windspiel. Und wenn man als Mann die Füße auf den Tisch tut, dann muss man aufpassen, dass die Frau um den großen Zeh nicht eine Schleife drum bindet. Ja. Ja. Da bildet sich schon eine Selbsthilfegruppe. Ne? Was gehört noch zu wohnlich? Kerzen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich hasse Kerzen. Das einzig Gute an einer Kerze ist, dass sie sich selbst vernichtet. Ich meine, wisst ihr, wenn Frauen nur ihren Bereich dekorieren würden in der Wohnung, das wäre okay. Ja? Aber sie dringen ja mit ihrem Dekowahn auch noch in die sakralen Bereiche des Mannes ein. Ja, ja, zum Beispiel stellen Frauen grundsätzlich was auf Boxen. Vasen, Kerzen oder Terrakotta-Blumentöpfe. Mit Loch drin. Ein Mann würde nie im Leben was auf der Box stellen. Und meine Damen, jetzt hören Sie mir mal genau zu, warum. Für Männer sind schwarze Boxen Ikonen der Ästhetik. Ja? Allegorien für ein in sich schlüssiges Wertesystem, in dem Hoch-, Mittel- und Tieftöner im vibrationsarmen Titangehäuse friedlich miteinander harmonieren. Wo Werte wie Dämpfungssymmetrie und Nennimpedanz noch was gelten. Für Frauen sind Boxen halt Lautsprecher. Sie müssen auch mal darauf achten, wie Frauen Boxen stellen. Ja? Entweder direkt nebeneinander. Ja? Oder noch besser, eine Box liegend auf halber Höhe im Bücherregal. Ja? Die andere stehen ganz oben auf dem Kleiderschrank, wenn's Kabel reicht, gern noch mal im anderen Zimmer. Damit man da auch was hört. Ist nicht böse gemeint, das liegt einfach daran, Frauen fehlt leider Gottes so ein bisschen der Sinn für die technischen Erfordernisse im Hi-Fi-Bereich. Ja. Das, nein, nein, nix, ja. Das, nein, nein, ich kann da ein Lied von singen, aus meiner Ehe. Ich habe mir zum Beispiel mal für meine Anlage vergoldete Chinch-Decker gekauft. Ja. Chinch-Decker. Ja. Komme ich damit nach Hause, blökt mich meine Frau an. Da muss es Gold sein! Ich krieg zum Geburtstag nur eine Silberkette! Ich kann nicht sagen, ich hätte sofort eine Goldkette gekauft, wenn das bei ihr den Klang verbessert hätte. Dankeschön.